Dies ist die Geschichte eines weit verbreiteten Irrtums und einer Unwahrheit. Als die Menschen zum ersten Mal Gesellschaften bildeten, handelte es sich meist um Stammesstrukturen, die durch die Normen und Bräuche der Gruppe zusammengehalten wurden. Diese Form der Organisation und des Handelns findet man auch heute noch in vielen modernen Gesellschaften, sei es die chinesisch-konfuzianische Familie oder die Stammeshierarchien in Arabien. In Europa sowie in Nord- und Südamerika findet man sie jedoch nicht mehr, was eine wichtige Frage aufwirft. Woran zerbrach die europäische Stammesfamilie? Historiker wie Peter Laslett in The Household and Family in Past Time und Richard Wall in Family Forms of Historic Europe argumentieren, dass die Institution der Dynastie in Europa bis zum 19. Jahrhundert existierte, als diese Strukturen durch die industrielle Revolution zerstört wurden. Diese Zerstörung schuf große städtische Zentren für ehemalige Landarbeiter und Handwerker, die die Bindung zwischen den Generationen zerrissen. Grundlage für diese Behauptung ist die Modernisierungstheorie des 19. Jahrhunderts, die von Leuten wie Friedrich Engels und Max Weber formuliert wurde. Weber behauptete, die Moderne habe die religiösen Zwänge und sozialen Normen der Verwandtschaft zerschlagen und sie durch individualistische und egalitäre staatliche Systeme ersetzt, die auf rationalem Recht und Marktorientierung beruhten, im Gegensatz zu einer mittelalterlichen Gesellschaft mit regulierten Märkten und Preiskontrollen durch die Priesterschaft. Marx und Engels behaupteten, dass die Bourgeoisie, die sich aus der Industrialisierung entwickelt hat, der Familie ihren sentimentalen Schleier entriss und sie auf eine bloße monetäre Beziehung reduziert hat. Nach der frühesten marxistischen Auffassung hat die Modernisierung der Produktionsmittel die Stammesgesellschaft zerstört. Die kleinere Kernfamilie des Christentums, die eher auf Partnerschaften als auf Clans und Gemeinschaften basierte, war ein Ergebnis wirtschaftlicher Kräfte, ein Teil des Übergangs der sozioökonomischen Konfiguration der Gesellschaft vom Feudalismus zum Kapitalismus, als Teil einer umfassenden Revolution, die schließlich zum Kommunismus führen solle. Doch es gibt ein Problem. Engels hat sich geirrt und Weber hat sich auch geirrt. Engels irrte jedoch mehr als Weber. Seine Idee, dass der Feudalismus eine Wirtschaftsstruktur ist und dass sich Gesellschaften von verschiedenen Stufen zu anderen, zu zwei Wirtschafts- und Klassenkräften entwickelt haben, ist sehr populär und wird von Marxisten auch heute noch häufig wiederholt. Aber jahrzehntelange Forschung von Historikern und Anthropologen nach Marx haben eindeutig gezeigt, dass die europäischen Stammesstrukturen Jahrhunderte vor der industriellen Revolution verschwunden sind. Die Zahl der Eheschließungen und die Geburtenraten waren in Westeuropa durchweg niedriger als in Osteuropa und sogar in der ganzen Welt. Auch die Zahl der erwerbstätigen Frauen und die Zahl der Frauen, die Eigentum erwarben und erst spät heirateten, war in Westeuropa durchweg höher als überall sonst. Und das alles seit dem Jahr 1400. Englische Frauen haben seit 1066 das Recht, Land als Eigentum zu besitzen, zu kaufen und zu verkaufen, eigenständig zu arbeiten, zu klagen und verklagt zu werden, ohne die Zustimmung eines männlichen Vormunds einholen zu müssen. Das bedeutet, dass die Normen, die die verwandtschaftlichen Strukturen des angelsächsischen Englands zerstörten, von den Normannen aus dem mittelalterlichen Frankreich nach England importiert worden sein könnten und fast ein Jahrtausend vor der industriellen Revolution bestanden. In den frühen 1500er Jahren war das Recht von Einzelpersonen, ihre Kinder zu enterben oder ihr Land frei zu verlassen, im englischen Common Law fest verankert. Darüber hinaus war die Möglichkeit, Eigentum auf unbestimmte Zeit privat zu besitzen, bereits um 1100 fest etabliert. Um 1400 konnten die Menschen in England bereits frei mit Eigentum handeln und es verkaufen, ohne die Zustimmung eines Adligen einholen zu müssen. Um 1300 gab es im mittelalterlichen England bereits Pflege- und Arbeitsverträge zwischen Eltern und ihren Kindern, in denen die Kinder vertraglich verpflichtet wurden, im Alter für sie zu sorgen. Wir stellen fest, dass Eltern, die ihren Kindern unvorsichtigerweise ihren Besitz ohne solche Verträge überließen, sich manchmal als vertrieben, mittellos, arm oder von ihren Kindern misshandelt wiederfanden. Dies sind wichtige Fakten, denn erstens, in Stammesgesellschaften, die durch familiäre Vorherrschaft geprägt und regiert werden, sind die Menschen mit dem Land, auf dem sie leben, verbunden, da ihre Vorfahren auf diesem Land begraben sind und viele andere gemeinschaftliche Verpflichtungen bestehen. Land wurde oft gemeinsam gehalten, indem es von einem Netzwerk verwandter Familieneinheiten geteilt wurde. Ein einfacher Verkauf von Land ist in einer Stammesgesellschaft nicht möglich. Zweitens, Kinder in Stammesgesellschaften haben die strenge Pflicht, für ihre Eltern und Älteren zu sorgen und sie zu respektieren. Drittens, Frauen in Stammesgesellschaften erlangen Rechte und sozialen Wert nur durch ihre Fähigkeit zu heiraten und die väterliche Linie fortzusetzen, indem sie einen Erben zur Welt bringen.
Frauen, die berufstätig sind, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, die spät heiraten oder von Eigentum, das sie außerhalb der Gruppe verkaufen können, ganz zu schweigen, gibt es in dieser Form der sozialen Organisation nicht. Die Behauptung, die Industrialisierung und das Aufkommen des Kapitalismus hätten die Familie zerstört und sie zu einem bloßen Mechanismus des Kapitalerwerbs gemacht, ist sachlich falsch. Eine falsche Behauptung, die Teil einer ganzen Geschichtstheorie über die gesellschaftliche Entwicklung durch Klassenkräfte ist. Obwohl wir heute wissen, dass die Praxis, seine Eltern in einem Altersheim abzuladen, um sie loszuwerden, keine kapitalistische Praxis ist, die durch die Industrialisierung entstand, sondern eine Praxis, die in irgendeiner Form auf das mittelalterliche Europa zurückgeht. Das Aufkommen des Kapitalismus durch die Industrialisierung hat die Stammesgesellschaft nicht zerstört. Man kann sogar behaupten, dass es genau umgekehrt war und dass der Kapitalismus ein Ergebnis der Zerstörung der Stammesgesellschaft ist. Engels, Marx und insofern auch die Marxisten haben das feudale mittelalterliche Europa falsch verstanden. Sie stützten sich bei ihren Theorien auf die Theorien derjenigen, die den Feudalismus zuerst beschrieben hatten, diejenigen, die die Französische Revolution angeführt hatten und deren Absicht es war, den Absolutismus zu zerstören. Für sie schien die Idee des Feudalismus untrennbar mit dem französischen Adel verbunden zu sein, den sie zerstören wollten. Rousseau zum Beispiel hat in seinem Bild der frühen menschlichen Geschichte einen politischen Nutzen sehen können. Er beschrieb den Naturzustand der Menschheit, eine hypothetische Ära vor der gesellschaftlichen Organisation, als harmonische, auf Brüderlichkeit und moralischer Intuition beruhende Gemeinschaft, in denen jeder in einer idealisierten Freiheit lebte. Dann zwang die Zivilisation diese freien Völker zu immer restriktiveren Gesellschaftsverträgen, die sie ins Unglück stürzten und entfremdeten. Dies war ein Seitenhieb auf die europäischen Monarchen und die katholische Kirche. Denn nach Rousseaus Ansicht waren diese beiden die großen Verderber der Menschheit und nicht die Retter, als die sie sich selbst darstellten. Dabei beging er einen Fehler, den Marx und Engels später wiederholen sollten. Er beschrieb die Vergangenheit durch die Brille der eigenen Interessen. In der Gegenwart ist es nicht schwer zu erkennen, wie Rousseaus Naturzustand parallel zu Marx' primitivem Kommunismus verläuft, einer imaginierten Vergangenheit, in der die Menschen in klassenlosen, egalitären Jäger- und Sammlergesellschaften lebten. Und das ist falsch. Wie wir bereits erörtert haben, waren Stammesgesellschaften keineswegs klassenlos, da die Stellung eines Menschen in der Abstammungslinie und die besonderen Bräuche eines Stammes fast jeden Aspekt seines Lebens bestimmten. Was ist überhaupt Feudalismus und woher kommt er? Wenn wir uns den Adel des Feudalzeitalters ansehen, stellen wir fest, dass viele von ihnen keine großen Blutlinien hatten. Das älteste Adelsgeschlecht Europas sind die Bourbonen, die Könige von Frankreich und die heutigen Könige von Spanien. Ihre Abstammung lässt sich jedoch nur bis zum Jahr 866 auf einen obskuren Robert den Starken zurückführen. Europäische Adelsfamilien können ihre Abstammung bis zu einem bestimmten Punkt zurückverfolgen. Aber wenn wir das Jahr 800 erreichen, verschwindet diese Abstammungslinie ins Unbekannte. Wo waren sie also vor 800? Im Ernst, die Geschichten der frühmittelalterlichen isländischen Bauern, die mündlich überliefert wurden, sind uns besser bekannt als die Abstammung der europäischen Feudalherren des Mittelalters. Und das ist wichtig, denn es bricht mit einer spezifisch römischen und hellenischen Tradition der Heredibilität. Die römische Gesellschaft war in vielerlei Hinsicht auf und um die umfangreichen Stammbäume der aristokratischen Familien aufgebaut, die Rom regierten. Solche Stammbäume gab es jedoch im feudalen Europa nicht, wodurch es sich deutlich abgrenzte. Hinzu kommt, dass der feudale europäische Adel seine Abstammung oft über die Mütter zurückverfolgte, was in Stammesgesellschaften fast durchgängig nicht der Fall ist. In den feudalen Gesellschaften gaben die Mütter ihren Kindern sogar ihre Nachnamen. Ein Privileg, das den Müttern in Stammesgesellschaften nicht zugestanden wurde. Da die Primogenitur um 1300 Standard ist, war die kleine christliche Kernfamilie, die wir heute kennen und von der Engels und Weber behaupten, sie sei um 1800 unabhängig von Clans, Fehden und Stammesnormen entstanden, in weiten Teilen Europas bereits fest etabliert. Was also geschah zwischen 1300 und dem Ende des Römischen Reiches? Muslime, Wikinger, Ungarn und Gott. Dem französischen Historiker Marc Bloch und seinen umfangreichen Forschungen über die feudalen Gesellschaftsstrukturen im mittelalterlichen Europa zufolge, entwickelte sich der europäische Feudalismus als Reaktion auf den Zusammenbruch der karolingischen Gesellschaftsordnung und war durch das Aufkommen des Christentums im Römischen Reich vorprogrammiert. Marxisten und historische Materialisten im Allgemeinen haben eine sehr direkte Sicht auf die Religion. Marx bezeichnete sie bekanntlich als Opium des Volkes, einen einfachen Mechanismus, um die Unterdrückten durch die Klassen, die die wirtschaftlichen Institutionen kontrollierten, unterdrückt zu halten.
Ein Überbau, der die Infrastruktur post hoc rechtfertigte. Diese Analyse ist jedoch in hohem Maße selbstbegrenzend und fehlerhaft. Sie ignoriert wichtige historische Entwicklungen, die folglich viele Marxisten zu vielen falschen Schlussfolgerungen geführt haben. Denn der Glaube und die Religion im Allgemeinen als Mechanismus zur Organisation einer Gesellschaft ist eines der wichtigsten und bedeutendsten Instrumente und Funktionen, durch die die ersten Gesellschaften entstanden sind. Der kalte historische Materialismus des Marxismus, der versucht, seine Ziele in der Gegenwart zu rechtfertigen, neigt dazu, die Bedeutung der Religion für die Völker der Spätantike und des frühen Mittelalters zu übersehen. Religion war weniger eine Frage des Glaubens, als vielmehr eine Beziehung zur Realität, die sich aus dem Ahnenkult der Stämme entwickelte. Die Religionen boten den Gesellschaften eine solide Grundlage für die Strukturierung und den Aufbau einer sozialen Ordnung. Und innerhalb des Systems religiöser sozialer Ordnung stellten die abrahamitischen Religionen eine Art Revolution dar. Sie stellten die soziale Ordnung der Stammesgesellschaften direkt in Frage, indem sie bekräftigten, dass alle Menschen einen Funken Göttlichkeit in sich trugen, im Grunde denselben Funken Göttlichkeit. Und dieser Gedanke führt zu einem direkten Konflikt mit Familien, die behaupten, von Göttern abzustammen und folglich eine soziale Ordnung durchsetzen, in der einige spirituell und folglich auch sozial überlegen sind. Das frühe Christentum wandte sich besonders nachdrücklich gegen die Heirat von Verwandten, die Heirat von Witwen, die Adoption und Scheidungspraktiken, die weit verbreitet und für das Funktionieren einer Stammesfamilienstruktur und Stammesgesellschaft unerlässlich waren. Nachdem Rom und spätere Gesellschaften das Christentum als Staatsreligion angenommen hatten, wurden ihre Familiendynastien, die auf Stammesverwandtschaftsstrukturen beruhten, immer mehr untergraben und schließlich aufgelöst. Lange Familienstammbäume, die in den vorangegangenen Jahrhunderten der römischen Herrschaft so wichtig waren, wurden zunehmend aufgegeben und spielten bei ihrem Zusammenbruch kaum noch eine Rolle. Viele dieser gesellschaftlichen Veränderungen wurde durch die aufstrebende katholische Kirche verstärkt, die zum Beispiel Heiden wie die Angelsachsen ausdrücklich für inzestuöse Cousin-Ehen verurteilte. Diese Vorbehalte waren zudem nicht vollkommen unbegründet. Die Franken waren berüchtigt für ihre heiligen Kriege, von der Vertreibung der Muslime in Iberien über zahlreiche Angriffe auf germanische Stämme östlich des Rheins bis hin zum historisch-materialistischen bewaffneten Konflikt mit dem alleinigen Ziel der Bekehrung der Heiden. Feudale Volkswirtschaften, die in erster Linie von landwirtschaftlichen Produktionsmethoden angetrieben werden, haben im Grunde nichts davon, in den Bergen Skandinaviens, den Wüsten des Mittleren Ostens, den Sümpfen Irlands, den trockenen Hügeln Spaniens, den Sümpfen des Baltikums oder den Alpen zu kämpfen. Dennoch zogen Missionare und Armeen unter der Schirmherrschaft von Königen in diese Regionen. Die Religion war nicht nur ein Machtinstrument zur Durchsetzung einer Wirtschaftsordnung, sondern sie war in der feudalen Gesellschaft selbst eine treibende politische Kraft. Dies sagt uns viel über die Existenzberechtigung der Feudalstaaten, aber was war die gründende Kraft, die den Feudalismus überhaupt erst geschaffen und geformt hat? Wie wurde der Feudalismus überhaupt geschaffen? Was am meisten zur Entstehung und Festigung der feudalen Gesellschaftsordnung beigetragen hat, war der Krieg. Die bereits erwähnten Muslime, Wikinger und Ungarn. Nach dem Niedergang und späteren Zusammenbruch des Römischen Reiches wurde Europa jahrhundertelang von muslimischen Invasoren aus dem Süden, von ungarischen Kriegsbanden aus dem Osten und von Wikingern aus dem Norden geplündert und überfallen. In diesem Klima der buchstäblichen physischen Unsicherheit entstand der Feudalismus, nicht als Wirtschaftsordnung, sondern als Vertrag über die freiwillige Unterwerfung unter einen Kriegsherrn, um den Schutz seiner Burg zu erhalten. Die Menschen, die sich nicht mehr auf Stammesclans verlassen konnten, um sich zu verteidigen, nachdem diese durch das Christentum ausgehöhlt worden waren, unterwarfen sich einer neuen Aristokratie germanischer Kriegerhäuptlinge, um Sicherheit zu erlangen. Aus diesem Grund reichen die europäischen Adelsgeschlechter nur bis zum Jahr 800 zurück. Der Feudalismus, die Feudalherren und die europäische Aristokratie im Allgemeinen wurden aus den effektivsten Anführern geboren, die aus dem Blutvergießen und dem Chaos der Zeit hervorgingen, die wir Europäer das dunkle Mittelalter nennen. Und der Leim, der alles zusammenhielt, war das Christentum. Kaiser Konstantin befreite die christliche Kirche des Römischen Reiches von der Besteuerung, was damit begründet wurde, dass sie den Staat von einigen seiner Aufgaben entlastete. Damit konnten die höheren Ämter des Klerus Autorität über wirtschaftlich aktive Territorien ausüben. Überlegt ihr das mal kurz. Es gab eine über ganz Europa verbreitete, halbstaatliche Organisation, die einflussreich war und einen Teil der staatlichen Funktion übernahm. Und sie war weder ein Clan noch ein Staat, sondern eine Vereinigung, die an einem Kodex und ein Glaubensbekenntnis gebunden war.
Angesichts der allgemeinen kurzen Lebenserwartung und der Unfähigkeit der Grundherren, Grund und Boden als Erbe weiterzugeben, wuchs die Macht der lateinischen Kirche, da Land ohne Erben oft in ihren Besitz überging. Das lateinische Christentum wurde im Gegensatz zum östlichen orthodoxen Christentum zu einer zunehmend unabhängigen, sich selbst tragenden Einheit mit moralischer Autorität gegenüber den Staaten. Die Kriegsherren zankten und bekämpften sich gegenseitig um Land, Ressourcen und Einfluss. Man könnte argumentieren, dass sich die Grundprinzipien dieser Rivalitäten veränderten und das Wesen des europäischen Krieges bis weit ins 20. Jahrhundert hinein prägten. Aber zumindest legitimierten sich die Häuptlinge und späteren Könige Europas über 1000 Jahre lang, indem sie sich dem Gott ihrer Bauern unterordneten. Das Papsttum begann, den Königen als Grundlage ihrer Legitimität vorzustehen und mit dem Finger auf ihr Fehlverhalten zu zeigen, da sie davon profitierten, dass sie mit der Institution des Christentums, verkörpert durch die katholische Kirche, in gutem Verhältnis standen. Pepin der Jüngere, der Begründer der karolingischen Dynastie, eroberte große Teile Italiens und schenkte sie dem Papst als Zeichen der Frömmigkeit. Dies war der Gründungsmoment des Kirchenstaates und machte die katholische Priesterschaft von ihrem Sitz in Rom aus zu einem noch mächtigeren Gebilde. Sie wurde zu einer landbesitzenden Institution ohne dynastische Vererbung ihrer Macht und ihres Kapitals. Sie wurden fast zu Aristokraten, ohne eine wirkliche Aristokratie zu sein, sondern wurden innerhalb einer Hierarchie der Frömmigkeit verwaltet, die nun eine Regierung war. Der bereits erwähnte Besitz von Eigentum durch Frauen ist ein zufälliger Nebeneffekt dieser kirchlichen Gesetze, da Eigentum nur an direkte Erben weitergegeben werden konnte und Witwen schließlich Eigentum besaßen, und somit ein rechtlicher Rahmen für den Besitz von Eigentum durch Frauen aus der Not heraus geschaffen wurde. Das stammesgeschichtlich geprägte Europa mit seinen Großfamilien war um das Jahr 1000 weitgehend verschwunden. Die germanischen, nordischen, ungarischen und slawischen Stammesstrukturen fielen allesamt innerhalb weniger Generationen nach dem Übertritt ihrer Völker zum Christentum. Die Stammesfamilie starb aus und die Kernfamilie trat an ihre Stelle. Dies wird durch die Tatsache untermauert, dass diese Entwicklung zum Feudalismus nicht in weit entfernten, isolierten und vom finsteren Mittelalter unberührten Gebieten wie den schottischen Highlands oder den albanischen Bergen stattfand. Institutionen wie die Leibeigenschaft wurden dort erst durch eindringende ausländische Aristokratien eingeführt, aber auch an Orten, an denen das lateinische Christentum nie dauerhaft Fuß gefasst hatte, wie in Griechenland. Folglich bestehen dort weiterhin paternalistische Stammesfamilienstrukturen. Wenn du jemals mit einer Griechin ausgegangen bist, weißt du wahrscheinlich, wovon ich spreche. Man verabredet sich nicht einfach mit einer Griechin. Es ist eher wie ein Gesellschaftsvertrag innerhalb einer kommunalen Gesellschaft, die von etwa 20 Cousins und Cousinen geleitet wird. Das liegt daran, dass Griechenland, das im Großen und Ganzen außerhalb des Einflusses des westlichen Christentums geblieben ist, die soziale Struktur der Kernfamilie nicht weitgehend übernommen hat und die Clanstrukturen folglich bis heute fortbestehen. Die Kernfamilie und die Grundlagen für das, was manche als Individualismus bezeichnen, waren in anderen Gesellschaften, etwa in China, bereits im 11. Jahrhundert gelegt worden. Die agnatischen Familiengruppen waren noch nicht einmal aufgelöst worden, so dass Modernisierung und Reformen in den politischen und wirtschaftlichen Institutionen immer auf den Widerstand der festgefügten Verwandtschaftsgruppen und ihrer sozialen Strukturen stießen. Als dagegen im 15. Jahrhundert in Venedig und im 16. Jahrhundert in Amsterdam das Bankwesen und der Handel aufkamen, mussten sie sich nicht mit den Interessen festgefügter Stammesdynastien auseinandersetzen, die die gesamte Gesellschaft beherrschten. Das Fehlen einer Staatsreligion in China bedeutete auch, dass die Zentralisierung zu einem einheitlich-bürokratischen Staat früher als in anderen Gesellschaften erfolgen konnte. Das Recht entwickelte sich in China lediglich als Mechanismus und Werkzeug des Herrschers, um Ordnung zu schaffen. Es ist eher ein Recht der Herrschaft als eine Herrschaft des Rechts. Während sich im Nahen Osten und in Europa durch das Christentum und den Islam das Recht durch religiöse Institutionen als unparteiischer Schiedsrichter der Gerechtigkeit für alle entwickelte, eine Entwicklung, die zu einem Konzept des Rechts als Mechanismus der Rechenschaftspflicht für die Herrschenden und nicht nur als Werkzeug der Herrschenden führte. Es ist sehr zweifelhaft, dass dies die Absicht dieser religiösen Institutionen war. Man kann folglich argumentieren, dass die christliche, islamische oder abrahamitische Religionen im Allgemeinen als politische Institutionen von Natur aus selbstzerstörerisch sind, da die sozialen Kräfte, die sie durch die Zerstörung von Verwandtschafts- und Stammesstrukturen freisetzen, schließlich ihre eigene politische Macht untergraben. Die abrahamitischen Religionen sind nicht in der Lage, die sozialen Kräfte zu kontrollieren, die sie freisetzen. Wie auch immer man es interpretieren mag, es ist letztlich selbstbegrenzend, diese Entwicklung einfach zu ignorieren
oder sie naiv als bloßen Mechanismus im Dienste materialistischer Ziele abzutun? Was wir hier lernen, ist, wie Marc Bloch in Die feudale Gesellschaft schrieb, dass es ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen ist, die Geschichte durch die selbstbegrenzende Linse der Definition und des Versuchs zu betrachten, ein Homo economicus, ein Homo philosophicus oder ein Homo juridicus zu finden. Wirtschaftliche Strukturen, Philosophien und Gesetze sind nur Teilstrukturen oder Teile einer Gesellschaft, aber niemals repräsentativ für die Gesellschaft als Ganzes. Man sollte auch vermeiden, einer Gesellschaft der Vergangenheit die eigene moderne Brille aufzusetzen. Um ein bestmögliches Bild davon zu bekommen, was eine Gesellschaft ist und wie und wohin sie sich entwickelt hat, muss man in der Lage sein, eine Gesellschaft als das zu begreifen, was sie zu ihrer Zeit war, als eine lebendige und atmende Struktur. Die selbstbegrenzenden marxistischen Vorstellungen, dass die Verwandtschaftsstrukturen durch die Industrialisierung des 19. Jahrhunderts zerstört wurden und dass die Kernfamilie ein kapitalistisches Produkt des 19. Jahrhunderts ist, halten sich leider immer noch hartnäckig. Die Realität ist, wie du gesehen hast, ganz anders. Es waren nicht die Mechanismen des Kapitals, die die Feudalgesellschaft überhaupt erst geschaffen haben, und es waren auch nicht die Mechanismen des Kapitals, die das europäische Stammeswesen zerstört haben. Es war das Christentum, gefördert durch die Instabilität, die durch ungarische, nordische und muslimische Invasoren im 6. bis 8. Jahrhundert. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch alle bald im nächsten Video wiederzusehen.